Oggi a Berlino, in occasione del 60° anniversario dei Trattati di Roma, davanti alla porta di Brandeburgo, circa 2.000 persone hanno manifestato a favore dell'Europa. Brexit è stato uno dei temi più scottanti, data anche l'alta partecipazione dei cittadini britannici. That we have, anyhow, but that we can bring all the rights to everyone in Europe that some of the countries already have. Also ich glaube, Europa ist eine Notwendigkeit für uns alle, weil wir bestimmte Probleme nicht mehr alleine als Nationalstaaten lösen können. Ob es um den internationalen Terror geht, ob es um den Klimaschutz geht, um andere Dinge. Wir müssen zusammenarbeiten, damit wir in der Welt bestehen können als ein Europa und als ein Europa der Vielfalt. Der europäische Gedanke muss ganz hoch angesiedelt werden. Es muss alles getan werden, dass wir ein starkes und vereintes Europa haben. Gerade in der heutigen Zeit ist der europäische Gedanke einigen Gefahren ausgesetzt. Siehe der Brexit in England, siehe Griechenland, siehe die Entwicklung in der Türkei. Gegen all das muss gekämpft werden. Europa ist stark und ich hoffe, dass die kommenden Wahlen auch in Frankreich nicht dazu führen, dass einen weiteren Riss im europäischen Gebilde gibt. That's why we're here today, because Europe has to be strong. Have it. And in terms of, there's a lot of Brits here that are feeling despair about what's going to happen in terms of their movement, able to travel, able to work abroad. And I'm one of those with. Also ich bin heute hier, weil ich glaube, dass wir Europa nach wie vor weiterhin brauchen, dass wir mit Europa als in ganz, egal ob in Deutschland oder Italien oder in Frankreich, wir teilen alle die gemeinsamen Werte, Demokratie, Freiheit, Gleichheit. Und dafür lohnt es sich zu kämpfen und deswegen bin ich heute hier, weil wir es nicht zulassen dürfen, dass uns irgendwelche anderen Leute das kaputt machen, was jetzt über die letzten Jahre aufgebaut wurde. Und wir jetzt dafür Sorge tragen müssen, dass wir das noch verbessern.